Ja, servus, kurzer Nachtrag zu meinen Seitenkoffern von Hepco und Becker. X-Core, 18 Liter Volumen pro Koffer. Heute der erste Einsatz in der Praxis. Ich wollte mal vortasten, wie sich das anfühlt beim Fahren. Ich muss sagen, ich merke sie nicht beim Fahren. Ich habe mir das alles etwas anders vorgestellt, wobei ich auch die Seitentaschen an meiner Honda kenne, die so ähnlich im Prinzip befestigt sind und auch abgesehen davon, dass es Taschen sind, aber im Prinzip dieselbe Aufgabe haben. Aber an der Moto Guzzi merke ich es überhaupt nicht. Das ist schon mal ganz nett. Und ich finde, sie sehen schweinegeil aus. Über die 18 Liter Volumen lässt sich streiten. Ich habe mich unter anderem auch wegen der Optik für die Koffer entschieden und zum anderen, wenn ich wegfahre, werde ich als Haupttasche das Topcase oder die Reisetasche von Hepco, von SW Motec Rackpack benutzen und die Koffer, die Hecktasche und noch der Tankrucksack, den ich in zwei Varianten habe, einmal D-Pack und einmal Trail von SW Motec, der halt für diese Maschine nicht konzipiert ist, aber trotzdem ich den so modifiziert habe, dass er dran passt. Und da habe ich also genug Volumen für Gepäck für mehrere Tage, wenn ich denn mal in Urlaub fahren würde. Haustierbedingt ist das bei mir etwas schwierig. So, also rein optisch ein Traum. Haptisch kann man auch nichts dran aussetzen. Was ich halt leider etwas friemelig finde, ist die Befestigung mit dem Schloss. Das Problem ist, dass man halt mit dem Schlüssel hier nicht so leicht, also hier ist es leichter, auf der Seite links ist es leichter, hier hat man mehr Platz, aber auf der Seite, auf der rechten Seite, auf der rechten Seite hat man halt etwas weniger Platz für den Schlüssel. Also nochmal, auf der rechten Seite hat man etwas weniger Platz für das Handling mit dem Schlüssel. Das ist halt etwas schade. Aber grundsätzlich, wenn man sie zum Beispiel immer drauf lassen würde, wäre das ja kein Problem. Von der Front.
So, was halt auch ganz nett gelöst ist, das habe ich halt gemerkt, als das Topcase hier drauf war. Da konnte ich die Tasche im Prinzip nicht von hinten öffnen. Beziehungsweise den Koffer, die Tasche, den Koffer meine ich. Ja. Da war es dann ganz nett, dass man ihn auch über von vorne öffnen kann, sodass er dann im Prinzip nicht vom Topcase gestört wird beim Öffnen. Und ein entscheidendes Detail habe ich vergessen, man kann den Deckel ganz abheben, das geht auch. Auch hier nochmal zur Wasserdichtigkeit. Ich habe ja den Test gemacht im anderen Video. Also diese, wie sagt man dazu, dieser Rand oder Fuge oder Faser oder wie es heißt, ich weiß es jetzt nicht, wird halt hier von dem Gummi im Deckel fest umrandet. Und das gewährleistet also die Wasserdichtigkeit. Ja, diesen Gummi kann man nachkaufen. Heißt also für mich, dass er irgendwann spröde wird und ausgetauscht werden muss. Vermutlich. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie immer, bitte kommentieren, liken, abonnieren. Vielen Dank.